Herzlich willkommen. Wir haben eine Hoffnung und das erleben wir immer wieder in den vielen Zeugnissen, die wir erhalten. Und deshalb beten wir für alle Gebetsanliegen, die bei uns eingehen. Gott erhört Gebet. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute ermutigen. Heute das Thema Stolz oder neidisch? Wenn wir für dich beten dürfen, dann schick uns dein Gebetsanliegen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Stolz oder neidisch? Wir lesen zunächst mal Galater 6, Vers 4. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Ja, wir vergleichen uns gerne mit anderen. Wenn die anderen besser sind, sind wir neidisch, frustriert. Der macht das besser, die macht das besser. Wenn sie schlechter sind, sind wir oftmals geneigt, überheblich zu sein. Ja, das muss doch jeder können und das geht doch gar nicht so. Und wir werden vielleicht auch stolz, wenn wir sehen, dass andere es nicht so gut können. Ja, ist Gott der Liebling denen wir meinen, es gelingt ihnen alles? Ist das der Liebling von Gott? Ja, aber du auch. Du bist auch der Liebling von Gott. Was kümmern wir uns um die anderen und sind eifersüchtig? Wir können Menschen, die wir nicht schätzen, können wir nicht wertschätzen, wenn sie besser sind oder schlechter und wir eifersüchtig sind oder stolz sind oder wie auch immer, wenn wir nicht einfach sagen, Gott, du hast einen Plan für mich, einen speziellen Plan und alles andere um mich herum, die haben ihren eigenen Plan. Wie messen wir uns an den anderen? Wir haben einen Maßstab, an dem wir uns messen sollten, und das ist Gott selbst. Das ist der Maßstab. Und Gott hat einen privaten Plan für dich. Sei dir sicher und freu dich darüber. Und lass die anderen, wenn sie besser sind oder schlechter sind, lass sie ihren Plan ausführen und sei nicht neidisch und auch nicht stolz. Danke, Herr, dass wir erkennen, dass jeder Mensch von dir einen Plan bekommen hat. Und Herr, dass du jedem Menschen in diesem Plan leiten möchtest. Herr, dass er zu dem Ziel kommt, was du für jeden einzelnen Menschen speziell vorbereitet hast. Ich danke dir dafür. Herr, lass uns die Vergleiche ablegen, sondern lass uns wirklich darin wandeln, Herr. Herr, dass wir den Plan erfüllen, den privaten Plan, den du uns gegeben hast. Amen. Bevor wir hören, wie Menschen Gott erlebt haben, möchten wir beten für Gebetsanliegen, die eingegangen sind. Und eine Frau bittet um Gebet, da sie auf den Rollstuhl angewiesen ist. Sie schreibt, Hallo liebe Geschwister im Glauben, bitte betet für mich, da ich Schmerzen in den Füßen habe. Bin seit vielen Jahren auf den Rollstuhl angewiesen, kann etwas laufen, habe eine teilweise Lähmung. Bitte betet auch dafür, dass die Nerven bald vollkommen wiederhergestellt werden. Vielen lieben Dank und Gottes Segen. Und Jesus, wir danken dir, dass du diese Frau kennst und dass du auch ihre Not siehst, wo sie im Rollstuhl sitzt. Und ich danke dir, dass du ihre Beine durchströmst mit deiner Heilungskraft, dass diese Nerven wieder vollkommen in Ordnung werden. Danke für Wiederherstellung all dieser Nerven und Sehnen und Muskeln und Gelenke und alles, was da nicht in Ordnung ist. Und ich danke dir, dass jeder Schmerz verschwindet. Wir entmachten diese Schmerzen im Namen Jesus und ich danke dir, dass sie wirklich Heilung erfahren darf in deinen Wunden. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau hat drei Gebetsanliegen und schreibt Folgendes. Bitte um Gebet für meine Nachbarin, die an Knochenkrebs erkrankt ist. Und für meine Mutter, bei ihr ist der Magen und Teile vom Darm in den Brustraum gerutscht. Und für meinen Mann, der an einer 5 cm großen Nierenzyste leidet. Herzlichen Dank.
Und Jesus, wir bringen dir auch diese drei Menschen und ich danke dir, dass du auch sie berührst und heilst. Ich danke dir für die Nachbarin mit dem Krebs, dass dieser Krebs austrocknet, dass diese Zellen austrocknen im Namen Jesus und dass sie Heilung erfahren darf, so wie es dein Wort sagt. Und ich danke dir auch für ihren Mann, der an dieser Nierenzyste leidet, dass auch diese Zyste austrocknet und verschwindet. Danke, Jesus, dass dieses Organ wieder wunderbar funktioniert, so wie du es geschaffen hast. Und ich danke dir auch für die Mutter, die da Magen-Darm-Probleme hat, wo alles verrutscht ist. Und ich danke dir, Jesus, dass es an die richtige Stellung wieder hinkommt, so wie du es geschaffen hast, dass da auch wieder Herstellung geschieht. Danke, Jesus, dass dieser Magen- und Darmtrakt und Speiseröhre oder was da in Mitleidenschaft gezogen ist, wieder völlig normal funktioniert. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Und die Infos sind wie immer eingeblendet. Ein Mann schreibt wegen seiner Epilepsie und bittet um Gebet. Ich bin seit dem 3. Lebensjahr Epileptiker. Bitte beten Sie wegen dieser Krankheit, dass ich sie endlich verliere. Dankeschön. Ja, das tun wir gerne. Hey, ich danke dir dafür, dass du wunderbar der Herr bist, auch bei diesem Mann. Ich danke dir dafür. Herr, ist verständlich, dass er wirklich, Herr, Veränderung braucht. Und Herr, wir wünschen es ihm, wir können es nicht tun, wir leiten es an dich weiter. Herr, danke, berühre ihn. Herr, dass diese Anfälle verschwinden und dass kein Anfall mehr folgt. Ich danke dir, dass diese Krankheit besiegt ist im Namen Jesu. Amen. Amen. Und eine Frau hat ein Gebetsanliegen für ihren Mann und sie schreibt, liebe Geschwister im Herrn, ich bitte von Herzen um Heilungsgebete für meinen Mann, der an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Ja, Herr, danke. Danke, Herr, dass auch dieser Krebs besiegt ist. Und Herr, danke, dass du das Unmögliche möglich machen kannst. Ich danke dir dafür. Herr, dort, wo Ärzte keine Möglichkeit mehr sehen, bist du der große Arzt. Und ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass auch dieser Lymphdrüsenkrebs verschwinden muss. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und viele Menschen erleben auch Gottes Eingreifen. Und wir haben hier einige mitgebracht. Und Gott hat alles zum Guten gewendet, schreibt dieser Mann. Er hatte Probleme am Arbeitsplatz und hat da Gottes Hilfe erfahren. Er schreibt, schon vor Jahren hatte ich mich mit der Bitte um Gebet an Sie gewandt. Ich litt an meiner Arbeitsstelle sehr unter Stress. Es gab eine Phase, wo die Anforderungen und die Aufgaben mich zu erdrücken drohten, sodass ich die Motivation und die Freude verlor. Im Rückblick kann ich wirklich dankbar berichten, wie Gott mich hindurchgetragen hat, für mich eingegriffen hat und alles zum Guten wendete. Ich bin Gott so dankbar. Mein herzlicher Dank gilt auch Daniel Müller und allen, die für mich gebetet haben. Es ist doch wunderbar, wie Gott immer wieder eingreift und Situationen verändert und alles zum Guten wendet, so wie es in seinem Wort geschrieben steht. Auch für Erbangelegenheiten hat Gott eine Lösung, wie folgendes Zeugnis zeigt. Am 4.3.2023 habe ich Ihnen Gebetsanliegen wegen Erbangelegenheiten zugesandt. Heute, 3 Tage später, wurde vom Gericht bestätigt, der Nachlass ist abgeschlossen. Ich bin Erbin. Herzlichen Dank für euer Gebet. Und frei vom Rauchen? Gott hat Mittel und Wege, schreibt hier jemand. Ich hatte mich vor 2 Monaten um Gebetsunterstützung an euch gewandt. Wir machten uns Sorgen um unseren Sohn, 34 Jahre alt. Er war ein sehr starker Raucher. Wir baten ihn, damit aufzuhören. Kein Erfolg. Nach einer Nasen-OP erzählte er uns, dass er aufgehört hat mit dem Rauchen und er kein Verlangen mehr nach einer Zigarette habe. Danke Gott und danke für euer Gebet. Ja, Gott nimmt auch Süchte weg und Verlangen nach Zigaretten, Alkohol, Drogen, wo wir schon viele Zeugnisse auch erlebt haben. Heilung an den Heilungstagen. Eine Frau schreibt Folgendes.
Ich hatte eine sehr schmerzhafte Stirnhöhlenentzündung mit viel Kopfschmerzen Tag und Nacht. Nun bin ich geheilt an den Heilungstagen. Vielen Dank, Jesus, und vielen Dank auch euch und eurem Team. Ja, Gott erhört Gebet. Ist das nicht wunderbar, wie Gott Gebet erhört und so vielfältig und unterschiedliche Dinge? Es ist immer wieder ein neues Erlebnis, richtig spannend. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, bist du neidisch oder vielleicht stolz auf einen anderen? Mach dir mal Gedanken und sei wirklich ehrlich zu dir selbst. Bitte Gott um Vergebung, weil das setzt dich richtig frei für den Plan, den Gott für dich vorgesehen hat. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich, auch bis 13 Uhr am Telefon heute. Und wir beten auch gerne sonntags nach dem Gottesdienst, wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Sei mit dabei. Natürlich können wir nur für diese Menschen beten, die vor Ort sind. Du kannst auch gerne über den Chat schreiben und deine Anliegen uns wissen lassen. Hier jetzt über YouTube und auch Sonntag über den YouTube-Chat. Sei einfach mit dabei nächsten Sonntag um 10 Uhr. Und wir würden uns freuen, dich persönlich begrüßen zu dürfen. Alles Gute und Gottes Segen. Gott segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.